Wenn in den späten 70er Jahren jemand gefragt wurde, und welches Auto fährst du, und er darauf die Antwort gab, einen Diesel, so war dies eine eindeutige Sache. Es konnte sich nur um einen Daimler-Benz Modell W123 handeln. Genauso verhält es sich mit den späten 80er Jahren. Wenn hier jemand gefragt wurde, und welchen Heimcomputer hast du, und die Antwort darauf lautete, einen Amiga, dann war das ebenfalls eine eindeutige Sache. Denn es handelte sich um einen Bestseller der Modellreihe 500. Und in dieser Folge gibt es ein Wiedersehen mit dem A500. Es ist der 29. September 2013 und ihr seht Folge 6 von Mix Yesterchips. Nach dem sündhaft teuren Amiga 1000 und dem nicht weniger teuren Amiga 2000 kam mit dem Amiga 500 1985 zum ersten Mal ein Amiga für das breite Publikum auf den Markt. Und sein Erfolg sollte der größte in der Amiga-Geschichte schlechthin werden. Commodore hatte es auch bitter nötig, war dem Unternehmen doch seit dem C64 kein großer Wurf mehr gelungen, der das notwendige Kleingeld in die Unternehmenskasse einspülte. Bei Commodore sah es vor dem Amiga ziemlich dunkel aus. Doch genug zur Geschichte. Was genau machte jetzt den Amiga 500 so besonders? Schauen wir uns erstmal das Design an. Es war damals Mode, den kompletten Rechner zusammen mit der Tastatur in ein einziges Gehäuse zu packen. Die Paten für das Amiga 500 Design waren offensichtlich der C64C und der C128 Desktop. Dieses Design hatte durchaus etwas für sich, denn man hatte immer den kompletten Computer vor sich auf dem Tisch stehen und benötigte keinen zusätzlichen Platz dafür. Natürlich immer, wenn man keine zusätzlichen Geräte brauchte. C64 und C128 benötigten ja zum Betrieb ein externes Diskettenlaufwerk. Der Amiga 500 kam mit einem eingebauten Diskettenlaufwerk daher, welches sich somit auch direkt vor dem Benutzer befand und nicht mehr irgendwo zusätzlich angeschlossen werden musste. Verdammt noch eins, warum rede ich eigentlich in der Vergangenheit von dem Ding? Also, wenn ihr euch einen Amiga 500 zulegen wollt, dann braucht ihr, damit ihr damit was anfangen könnt, einen Amiga 500, die Zentraleinheit und ein dazu passendes Netzteil. Passt in diesem Zusammenhang um Gottes Willen darauf auf, dass es ein Amiga-Netzteil ist und nicht das Netzteil eines C128. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Allerdings ist das Pinning unterschiedlich und auch die Spannungen sind unterschiedlich. Beim C128 liegt auf einem Pin zum Beispiel eine Wechselspannung, welche der Amiga absolut nicht vertragen kann. Also die zwei um Gottes Willen nicht vertauschen. Das eindeutigste Unterscheidungsmerkmal der beiden ist der Schalter am Netzteil. Die Amiga-Netzteile haben einen Schalter, das C128-Netzteil hat keinen Schalter. Ganz ohne zusätzliches Zubehör kommt als Anzeigegerät nur ein Amiga-Monitor, wie zum Beispiel der Commodore 1084, in Frage. Doch zu diesem Thema später mehr. Runden wir jetzt das Ganze noch ab mit einer Amiga-Maus, mindestens einem passenden Joystick. Am Amiga können davon zwei Stück angeschlossen werden. Und damit wir etwas von dem Amiga-Sound haben, brauchen wir Aktivlautsprecher. Diese werden am Amiga mittels Cinch-Steckern angeschlossen. Die meisten Lautsprecher heute haben allerdings einen Klinkeranschluss, also schaut euch mal nach einem günstigen Adapter um. Bevor wir den 500er nun zum ersten Mal in seiner Standardkonfiguration anschmeißen, schauen wir uns erstmal seine Schokoladenseite an, also sein Hinterteil. Hier haben wir seine Anschlüsse. Ganz rechts, wo der gelbe Stecker drin ist, das ist der Mono-Anschluss. Hier kann man ein AV-Kabel anschließen, bekommt allerdings nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Daneben der 23-polige DSAP-Anschluss ist der Anschluss für den Monitor bzw. für ein SCART-Kabel, mit dem man an den Fernseher gehen kann. Dann kommt der Anschluss für das Netzteil. Anschließend kommt der Parallel-Port. Normalerweise werden hier Drucker angeschlossen. Dann der Serial-Port. Das kann interessant sein für Datenübertragung. Und daneben noch der Disk-Drive-Port, auf den ich später noch eingehen werde. Hier mit den roten und weißen Steckern
Das ist der Anschluss für die Lautsprecher und dann kommt mit der Bezeichnung Joystick 1 und Joystick 2, ja klarer Fall, Anschluss für Joystick bzw. Joystick 1, hier kommt normalerweise die Maus dran. Und in diesem Fall noch ein kleiner Hinweis, das ist ein Adapter, mit dem man eine PS2-Maus an den Amiga anschließen kann. Das macht das Ganze wesentlich komfortabler als mit der alten Amiga-Maus. Da die meisten Software-Titel und fast alle Spiele für den Amiga Autobootfähig sind, entspricht die Inbetriebnahme des Amiga 500 beinahe einer Spielekonsole. Er wird eingeschaltet und dann muss im Prinzip nur noch die Diskette eingelegt werden. Also keine Kommandozeilen wollen gefüllt werden und wir müssen auch keine Piktogramme suchen. Diskette rein und los geht's. Speichervermögen einer Amiga DD-Diskette beträgt 880 Kilobyte. Fürs Arbeiten und für kleine Spiele mag das damals ausreichend gewesen sein, jedoch wenn es an größere und aufwendigere Spiele herangeht, wurde man schon ganz schnell zum Disc-Jockey. Bei diesem Beispiel hier, Pinball Dreams, ist alleine das Intro auf einer Diskette drauf. Nur zum Spielen braucht man dann die zweite. Das war normal. Spiele wie Street Fighter 2 hatten bis zu 8 Disketten. Man mag ja vielleicht zu Recht diese ewige Diskettenwechslerei heute als antiquiert betrachten und sie sogar belächeln. Aber wir waren es, die damals auf dem Amiga 500 die ersten First-Person-Ego-Shooter wie zum Beispiel Castle Master bestritten und Prinzessinnen aus den Klauen von hässlichen, riesigen Drachen befreiten. Handvoll Disketten saßen wir im Cockpit der F-15 Strike Eagle und kämpften gegen die Mix der Russen. Mick? Naja genau, da hatte ich meinen Nickname her. Mit diesen belächelten Disketten kämpften wir in Escape from the Planet of the Robot Monsters gegen die Invasion aus dem All. Wir begaben uns auf Planet X und kämpften dort gegen die Roboter der Reptilians, welche die Menschen versklaven und dazu nötigen, eine Invasionsarmee gegen die Erde aufzubauen. Und für diese Mission hatten wir nur eine beschissene Handfeuerwaffe. Und zu Zeiten, als Michael Schumacher noch lange nicht an Ruhestand denken konnte, da er noch Werbung für die United Colors of Benetton machen musste, hingen wir ihm mit unseren Disketten stets dicht am Heckspoiler. Eine Sonnenbrille, zwei Disketten, einem coolen Sound und einem bis an die Zähne bewaffneten Flugboot waren wir unterwegs, um mutierte Viren und Weltuntergangswaffen sicher zu ihrem Bestimmungsort zu bringen und vor dem Zugriff der dunklen Mächte zu bewahren. Mit dem diskettengesteuerten Hightech-Kampfhubschrauber Seawolf machten wir feindliche Panzer platt, versenkten feindliche Schiffe und holten feindliche Helikopter vom Himmel. Wir retteten unsere Kameraden aus feindlicher Gefangenschaft, befreiten Wissenschaftler und befreiten unschuldige Zivilisten.
fernab jeglichen Spritverbrauchsbewusstseins und unsäglicher Umweltplaketten, hieß unser Traumwagen Lotus. Auch Spiele von anderen Plattformen fühlen sich auf dem Amiga 500 wohl. Nirgendwo sonst kann man als Prince of Persia, als persischer Prinz im weißen Schlafanzug, so stilvoll seiner Mission nachkommen, die gefangene Prinzessin aus den Klauen des Großviziers Jafar zu befreien. Oder dabei draufzugehen. Und dieses Spiel hier ist ein heißer Tipp für die holde Weiblichkeit zu Hause, die in der Regel kein Verständnis für die Amiga-Leidenschaft aufbringt. Bubble und Bobble, die beiden Drachen, die sind so niedlich und man kann es zu zweit spielen. Wenn man sich das alles so ansieht, warum sollte man dann den Amiga noch erweitern? Ist er doch in seiner Grundkonfiguration am kompatibelsten zu allen Programmen und vor allem zu allen Spielen. Nun, damals war die Grundkonfiguration mit Sicherheit ausreichend, aber heute haben wir ja mehr Geld als Verstand und deswegen möchte ich euch im Folgenden ein paar sinnvolle Erweiterungen vorstellen und ein paar Dinge, von denen ihr wirklich besser die Finger lassen solltet. Zwar war sie nicht ab Werk verbaut, doch gehört sie zur Grundausstattung des Amiga 500. Die Rede ist von der 512 Kilobyte großen Speichererweiterung, welche im Trapdoor-Slot des A500 installiert wird. Ob es sich hierbei um das Original von Commodore handelt, zu erkennen an der kompletten Einhausung, oder um eine der vielen Erweiterungen von den Drittherstellern, die in der Regel nackte Platinen geliefert haben. Die meisten dieser Erweiterungen hatten eine akkugepufferte Echtzeituhr dabei und hier nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwo so einen Akku darauf sehen solltet, schmeißt ihn runter, diese Akkus laufen aus. Nicht darauf warten, bis es soweit ist, denn früher oder später wird es passieren. Einfach runter mit dem Ding. Ihr braucht in der Regel nicht die korrekte Uhrzeit beim Amiga. Vor allem die Spiele sind absolut nicht auf eine korrekte Uhrzeit angewiesen. Damals wie heute gilt für den Diskettenliebhaber, ohne Zusatzlaufwerke ist das Leben mit dem Amiga 500 grausam. Bis zu 3 zusätzliche externe Diskettenlaufwerke lassen sich an den Disk Drive Port anschließen. Eine zusätzliche Konfiguration ist nicht notwendig, beim Starten des Amiga 500 werden die Laufwerke automatisch erkannt und zugeordnet. Für die nachfolgend gezeigten Erweiterungen für den Amiga 500 ist der auf der linken Seite vorhandene Expansion Port oder Prozessor Port wichtig. Für die meisten der hier anzuschließenden Erweiterungen gilt, sie sind autokonfigurierend. Das bedeutet, wir schließen die Geräte einfach an und der Amiga erkennt sie sofort und kann sofort damit arbeiten. In Zeiten digitaler Demenz und sterbender Disketten ist es gerade beim Amiga 500 durchaus gerechtfertigt, über eine Festplatte nachzudenken. Dafür passende Controller möchte ich euch nun hier zeigen. Hier als erstes von Alpha Data den Alpha Power AT-Bus. Nicht von dem Amiga 500 Plus Aufkleber irritieren lassen, den habe ich da drauf geklebt, der ist da normalerweise nicht drauf. Er hat im Inneren 2 Anschlussmöglichkeiten für IDE, einmal für 2,5 Zoll Laufwerke und einmal für 3,5 Zoll Laufwerke. Und genauso wie wir es vom Amiga 1200 her kennen, können wir hier über einen entsprechenden IDE auf Compact Flash Adapter auch eine Compact Flash Karte als Festplatte anschließen. Weiterer Vorteil, dieser Controller ist autobootfähig, also wenn wir darauf eine Workbench-Installation zum Beispiel vornehmen, kann der Amiga direkt ohne Zuhilfenahme von Disketten von der installierten Festplatte bzw. Compact Flash Karte starten. Ein weiteres Schmankerl, was dieser Controller noch bietet, wir können hier zusätzlichen Arbeitsspeicher installieren, bis zu 8 MB. All das, was der Alpha Data kann, kann der MTEC AT500 auch. Und sogar noch etwas mehr. Denn neben dem autobootfähigen IDE-Port im Inneren der Erweiterung und der Option auf zusätzlichen Arbeitsspeicher
kann in dieser Erweiterung auch noch ein weiteres Kickstart-ROM installiert werden, welches dann von außen schaltbar ist. Das bedeutet im Praktischen, wenn der Amiga 500 werkseitig zum Beispiel mit einem Kickstart 1.3 ausgestattet ist, so kann man in die Erweiterung von MTEC zum Beispiel ein Kickstart 3.1 installieren und, wenn der Kippschalter in der entsprechenden Position ist, bootet dann der Amiga 500 vom externen Kick-ROM, also vom 3.1. Das kann durchaus sinnvoll sein, denn mit dem zusätzlichen Arbeitsspeicher kann man sogar in Erwägung ziehen, auf dem Amiga 500 die Workbench 3.1 zu verwenden. Als dritten und letzten Festplattencontroller möchte ich euch nun etwas Schrott zeigen, das im wahrsten Sinne des Wortes. Leider ist dieser Schrott auch noch ausgerechnet von Commodore. Es handelt sich um den Festplattencontroller A590. Er liefert 2 MB zusätzlichen Arbeitsspeicher mit und man kann im Inneren eine Festplatte installieren. Allerdings muss man hier dabei aufpassen, der IDE-Port sieht nur so aus wie ein normal gängiger IDE-Port. Es ist ein XT-Anschluss und für diesen Bus findet man heute so gut wie überhaupt keine Festplatten mehr. Also eine normale IDE-Festplatte kann man in diesem Anschluss, zumindest ohne weiteren höheren Aufwand, komplett vergessen. Es ist zwar auch noch die Möglichkeit gegeben, eine SCSI-Festplatte im Inneren anzuschließen, da muss man aber Glück haben, dass man einen Controller findet, bei dem auch die SCSI-Pins tatsächlich auf dem Board vorhanden sind und nicht nur die vorgesehenen Lötlöcher dafür. Also alles in allem, diese Dinge werden im eBay günstig gehandelt, das nicht ohne Grund. Ich würde an eurer Stelle die Finger davon lassen. Ich jedenfalls habe mich ziemlich geärgert. Für mich ist es eigentlich nur ein Sammlerstück, was im Schrank steht. Thema Massenspeicher, Thema CD-Laufwerk. Ja, hier gibt es auch etwas von Commodore, und zwar das A570. Es ist nicht nur ein einfaches CD-ROM-Laufwerk für den Amiga, das heißt einfach Single-Speed ist es schon, aber es ist nicht nur ein Laufwerk, sondern wenn man es an den Amiga 500 anschließt, verwandelt es diesen quasi in ein CD-TV. Mit diesem Laufwerk kann man sämtliche CD-TV-Titel, die es gibt, am Amiga 500 abspielen. Und nebenbei kann man die CD auch noch als das benutzen, für was sie damals eigentlich gedacht war, nämlich als Massenspeicher. Allerdings damit richtige Multimedia-Inhalte abzuspielen, wie etwa Videos, es ist etwas viel verlangt von diesem, wie gesagt, Single-Speed-CD-Laufwerk und von einem nicht aufgerüsteten Amiga 500. Ob dieses Laufwerk für euch nun Sinn macht oder nicht? Naja, ich finde es ganz lustig. Ich habe zwar zusätzlich auch noch ein CD-TV, aber wie gesagt, mehr Geld als Verstand und der Sammler, der will ja sowieso alles zu Hause haben. Interessant ist noch, dass das verwendete Dateiformat sowohl vom Amiga als auch vom PC gelesen werden kann. Das A570 muss allerdings mit einem zusätzlichen Netzteil mit Strom versorgt werden. Dafür wird ein normales Amiga-Netzteil verwendet. Amiga CD, have you got what it takes? Naja, es takes vor allem Geld. Wie immer. Damit soll es zu den externen Erweiterungsmöglichkeiten genug sein. Schauen wir uns jetzt noch die internen Erweiterungsmöglichkeiten an. Hierfür natürlich wieder wichtig, Erden, Erden, Erden. Denn jede statische Entladung auf dem Mainboard des Amiga kann die letzte gewesen sein.
Bitte ignoriert hier diese unsägliche Verlängerung an der Tastatur. Ich habe diese mal in einem Anflug von Wahnsinn installiert. Ja, ich bin nicht stolz drauf. Beim Entfernen des RF-Shields fallen vielleicht dem einen oder anderen diese Laschen hier auf, beziehungsweise die Löcher dort, wo mal diese Laschen waren. Ja, das war etwas sehr günstig produziert. Wenn man die 3-4 Mal hin und her gebogen hat, brechen sie weg. Aber das ist jetzt kein Grund, um in Tränen auszubrechen. So wichtig sind die Dinge nicht. Hier nochmal unten rechts die Speichererweiterung mit den zusätzlichen 512 KB Arbeitsspeicher, welche in Kombination mit den bereits auf dem Amiga Mainboard vorhandenen 512 KB insgesamt 1 MB an Arbeitsspeicher dem Amiga 500 zur Verfügung stellen. Machen wir einen kurzen Rundflug über das Board. Hier sehen wir Fat Agnes und unten das ROM, in diesem Fall das Kickstart 1.3. Hier links der große Chip, das ist der Motorola 68000, also der Hauptprozessor des Amiga. Und hier oben links ist Denise, das ist unser Grafikoprozessor. Unten ist zu sehen Paula, die macht unter anderem die Musik. Und dann kommt noch Gary, das ist der Adresscoder vom Bus. Und hier ganz rechts, wo wir den gelben Aufkleber sehen, hier finden wir Informationen über die Revision des Boards. Ja, und hier haben wir jetzt eine der Turbokarten für den Amiga, in diesem Fall eine MTEC 68020 mit einem oder 4 MB Arbeitsspeicher. Die Installation davon ist denkbar einfach. Man entfernt einfach den 68000er Prozessor. Hier ist Vorsicht angesagt, damit man keine Beinchen verbiegt. Und in den freigewordenen Sockel installiert man dann die Turbokarte. Vorsichtig aufsetzen, schauen, dass alle Beinchen dort sind, wo sie hingehören, und dann mit sanfter Gewalt in Position drücken. Die MTEC-Karte ist zwar schnell, allerdings kein wirkliches Musterbeispiel an Kompatibilität. Wenn ich hier eine Empfehlung aussprechen darf, dann geht diese ganz klar an die Blizzard Turbo Memory von Phase 5. Sie kann mit bis zu 8 MB Arbeitsspeicher ausgerüstet werden und benutzt den Prozessor 68000, allerdings in der 12 MHz Version. Hier kann man dann umschalten zwischen dem normalen 7 MHz Betrieb oder der doppelten Taktrate 14 MHz. Durch diese Schaltbarkeit wird eine besonders hohe Kompatibilität erreicht. Und noch als zusätzliches Feature, diese Karte hat ein sogenanntes Shadow ROM. Das ist ein besonderer Speicherbereich, in den man den Inhalt eines Kickstart-ROMs einladen kann. Man benötigt also nicht mehr eine Hardware-Umschaltung, beispielsweise zwischen Kickstart 1.3 und 3.1, sondern nur noch den Inhalt eines Kick-ROM-Bausteins. Dieser Inhalt wird dann in das Shadow ROM geladen und nach einem Reboot steht dann dieses Kickstart zur Verfügung. Zwei weitere sinnvolle Erweiterungen habe ich hier jetzt nicht angesprochen. Die eine, weil ich sie selbst noch nicht habe, und die andere, weil es wirklich Geschmackssache ist, ob man das gerne möchte. Das eine ist der SD-Floppy-Emulator für den Amiga. Denn das Thema digitale Demenz und das Diskettensterben ist durchaus ein großes Problem. Dieser Emulator ersetzt das interne Diskettenlaufwerk des Amiga durch einen SD-Slot. Auf eine SD-Karte kann man dann ADF-Image-Dateien von Amiga-Disketten draufziehen und der Amiga behandelt diese so, als wären es ganz normale Disketten. Eine sehr gute Möglichkeit, wie man der digitalen Demenz entgegenwirken kann. Die andere Erweiterung wäre die Indivision ECS von Individual Computers und damit ein neues Stück Hardware. Diese ermöglicht es, ganz normale VGA-Monitore mit dem 15-poligen DSAP-Anschluss direkt an den Amiga anzuschließen. Es macht es natürlich einfach, was die Findung von einem passenden Monitor findet, denn die 15 kHz Grafik, die der Amiga normalerweise ausgibt, verträgt sich nicht mit jedem Monitor. Jedoch beim Amiga 500 sei hier die Sinnfrage gestellt. Man kann ihn schön an den Fernseher anschließen, wenn man einen passenden Monitor hat, kann man auch diesen verwenden. Warum muss man da unbedingt noch einen VGA-Monitor dazu nehmen? Indivision ECS oder auch Indivision AGA machen meiner Meinung nach durchaus Sinn bei größeren Amigas, wo man mit durchaus anspruchsvolleren Grafiken arbeitet. Aber ich will euch keineswegs vom Kauf abhalten. Toll ist das Ding allemal. So, das war jetzt ein Riesenhaufen an Informationen zum Amiga 500.
Abschließend sei noch Folgendes gesagt. Der Amiga 500 ist in seiner Grundkonfiguration mit den zusätzlichen 512 KB Arbeitsspeicher im Trapdoor-Slot so softwarekompatibel wie nur irgendwie möglich. Jede Erweiterung, die am Amiga 500 vorgenommen wird, bringt ihn einen Schritt weiter von dieser universellen Kompatibilität weg. Für Sammler wird das sicherlich uninteressant sein, jedoch für Leute, die auf den Euro genau achten müssen, sei gesagt, die bessere Maschine, wenn man einfach nur spielen möchte, ist der Amiga 1200. Denn dieser verfügt intern über einen IDE-Port, an den man eine Festplatte anschließen kann. Von der Rechenleistung und der Ausstattung des Arbeitsspeichers ist er schnell genug, um beispielsweise WHD-Load zu betreiben. Damit ist man nicht mehr von Disketten abhängig. Was allerdings der A1200 nicht hat, das ist selbstverständlich das Flair des 500ers. Denn der 500er, man kann es nicht oft genug sagen, war und ist der legitime Nachfolger des C64. Das wär's für heute gewesen. In der nächsten Folge der Yesterchips will ich tatsächlich mal etwas machen, was nicht mit Amiga zu tun hat. Wobei mir schon wieder einiges im Kopf herumspukt, was ich unbedingt noch zeigen möchte. Aber ich habe hier noch Zeit. Das nächste Mal kommt etwas, das ist durch und durch Made in Germany. Ja, und das will ja auch was heißen, denn wo gibt's das schon? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, ist es schön. Wenn nein, ist es mir auch scheißegal. Bis zum nächsten Mal dann, euer Mick.